Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Hier ist die sensationelle Nachtausgabe von Herz, Seele, Ball. Unglaublich, der VfL Bochum bleibt in der ersten Liga. 3:0 nach Verlängerung, nach Elfmeterschießen. Und dabei haben sie so geschimpft auf ihre Spieler, die Bochumer Fans. Da haben sie ja wirklich kein gutes Haar mehr an denen gelassen, nach dem 0:3 daheim gegen Düsseldorf. Und jetzt gewinnen sie einfach mal 3:0 in Düsseldorf. 0:3, 0:3. Verrückt. Elfmeterschießen, immer ein bisschen Glückssache. Und dann nur noch Jubel, Jubel, Jubel bei den Bochumern. Viel Polizei auf dem Platz, da waren die Düsseldorfer auf alles vorbereitet. Aber der VfL Bochum bleibt in der ersten Liga. Gratulation, das war heute eine starke Leistung der Mannschaft aus dem Ruhrgebiet. So, alles neu in der Saison 24-25. Viel Glück dabei. Und Manuel Riemann, der hatte, bitte, wir haben den Beweis, nachdem er ja suspendiert wurde, sein Wohnzimmer randaliert, im eigenen Wohnzimmer auseinandergenommen und war stocksauer auf seine Mitspieler. Jetzt muss er alles aufräumen. Jetzt muss er alles aufräumen. Ja, also das hat irgendwie noch geklappt für die Bochumer. Die Düsseldorfer taten mir leid, aber so ist das nun mal im Fußball. Freud und Leid, es liegt ganz nahe beieinander. Unfassbares Spiel, so macht Fußball am meisten Freude, wenn es dann bis zur letzten Sekunde spannend bleibt. So, ich werde mich jetzt auch gleich verabschieden, weil ich morgen ganz früh nach Ingolstadt muss. Da werde ich in einem kleinen Fußballstadion eine Lesung für Kinder haben, morgen um 17.30 Uhr. Aber vorher wollte ich euch noch zeigen, dieser Mann hier, der lästert über den Wechsel des neuen Bayern-Trainers aus England nach München und vergleicht das, als wenn Liverpool mit aller Macht Herrn Schulz vom 1. FC Köln loseisen möchte, um ihn nach Liverpool zu holen. Also da gibt es jede Menge Diskussionen, glaube ich, noch in den nächsten Wochen und Monaten. Aber ich glaube, ich habe es gestern schon gesagt, jetzt lass den Mann doch erstmal machen. Mein Gott, nochmal, das ist doch, wie soll ich sagen, eine Vorverurteilung sondergleichen. Auch der neue Trainer von Kaiserslautern wird wahrscheinlich Anfang heißen. Auch da wird schon mächtig gelästert, mächtig getobt. Den darf man nicht holen. Ja, er hat einmal wirklich absolut Mist gebaut in seinem Leben. Hat die zweite Chance verdient bei Dresden. Da ist er auch nicht ganz glücklich geworden. Aber jetzt wartet doch mal ab und lasst ihn erstmal arbeiten. Und keine Vorverurteilungen, das ist so in unserer Gesellschaft. So, und damit sage ich wirklich liebe Grüße nach Bochum, da werden sie feiern. Bermuda-Dreieck heißt da das Kneipenviertel. Die werden wahrscheinlich die Ladenschlusszeiten bis auf 5 Uhr verlängern. So ist das nun mal in Bochum. Und dann bin ich gespannt, wie sie in der nächsten Saison arbeiten werden, wer der Trainer wird. Es freut mich auch für Butcher, der auch so an der Wand stand, so kritisiert wurde. Lute, wunderbarer Abschluss für seine Saison. Andi Lute, überhaupt ein feiner Mensch, vom Torwart sein mal ganz abgesehen. Das sind ja auch alles Menschen, die da Fußball spielen. Und ich habe mich mehrfach mit ihm unterhalten. Und das ist ein sehr, sehr positiver und angenehmer Mensch. So soll es gewesen sein. Weil mehr fällt mir auch nicht ein zu diesem Drama. Die Düsseldorfer hatten schon eine Kneipe bestellt, hatten schon in der Stadtbahn geschrieben, nächste Station, erste Liga. So schnell geht's in die andere Richtung. Ich hoffe, ihr habt eine angenehme Nacht und bis bald mal. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.